Einige wissen von euch vielleicht schon, wie das Road to the Knockout aussehen wird, beziehungsweise welche Spieler drin sind. Doch die Stats und sonstiges sind ja meistens Predictions auf Twitter. Jetzt haben wir aber das Problem, Grüße gehen raus an EA, sie haben jetzt schon jede einzelne Karte im Dream Squad und wir vergleichen mal, wie die Upgrades sind, denn die sind für das erste Event absolut insane. Lasst auf jeden Fall gerne Liebe da, schreibt mir gerne in die Kommentare, wen findet ihr am interessantesten, ne? Und vor allen Dingen, welches Upgrade findet ihr am geilsten, ne? Liebe geht raus auf jeden Fall, wir gucken uns jetzt mal die kompletten Road to the Knockout Spieler an mit ihren Upgrades und die sind wirklich brutal. Let's go. So, meine Damen, wir sind angekommen. Wir sind hier ganz entspannt in dem Team drin und ihr werdet es gleich sehen. Ich habe Erling Haaland schon mal aufgemacht. Wir haben schon die Dream Squad Spieler von den Road to the Knockouts drin. Und ich kann euch eins sagen, die Upgrades können sehr interessant werden für den einen oder anderen. Wir wollen natürlich uns angucken, wie sind sie. Und gerade bei Haaland fällt eins auf, sie bringen ihn direkt nicht mehr mit 3 Sterne Skills und 3 Sterne Weak Foot. Nein, Erling Haaland kriegt 4 Sterne Skills dazu. Also ein Skillpunkt nach oben. Und das ist meiner Meinung nach ein absolut dickes, dickes Upgrade. Ihr seht schon, von dem Spielstil ist nicht unbedingt viel, viel mehr passiert. Wir haben die gleichen Hochmittelarbeitsraten und. Aber vielleicht gibt es für die ein oder andere Karte da nochmal eine kleine Änderung. Genauso vielleicht auch, wie es bei den anderen Positions sind. Ja, aber ihr seht schon, wir haben Erling Haaland, wenn wir das mal vergleichen, 2 Pace mehr, er kriegt ein Schießen mehr, ein Passen, wir haben Tripling, was auf 82 geht, dazu 2 Physis mehr, also gerade das, was halt wirklich geil aussieht schon bei Haaland, wird nochmal mehr gepusht und das sind die Ingame-Stats, holy moly, also Erling Haaland sieht wirklich, wirklich stark aus, ach du Heilige, also da muss man sagen, EA macht mit der Power Curve, gibt da ganz schön Gas. Eine weitere interessante Karte, die kommen wird, ist Bruno Fernandes. Er hat eine 88er Karte, kriegt direkt mal einen Plus 2 mit 5 Pace mehr, mit 3 Tripling mehr, mit 3 Passen Upgrade, einen 3er Tripling Upgrade, 3 Physis gehen wir hoch. Und ihr seht schon, diese Karte hat folgende Ingame-Stats, die seht ihr hier. Wir haben als ZOM und ZM als Alternativposition, da ändert sich auch gar nichts. Und vor allem Spielbiografie gehen wir auch rein, 4-3 Hochhocharbeitsraten, ne? Da gibt es keine großen Änderungen. Aber gerade die 5 Sterne oder 5 Tempo mehr, das macht schon wirklich Sinn. Leider Gottes, auch hier Spielstile, können wir ja mal gucken, sind genau identisch. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da vielleicht nochmal was Neues dazu bekommen hat oder der mal einen anderen Playstyle Plus hat, weil das hat ja EA auch angekündigt. Victor Osimhen ist Spieler Nummer 3. Also man sieht schon, EA hat richtig, richtig Bock auf das Road to the Knockout. Eine richtig coole Spielerauswahl. Und auch Osimhen kriegt ein Plus 2 auf seine normale Goldkarte. Auch hier 2 Tempo mehr, 3 Schießen. Wir haben insgesamt 4 Passen mehr, 3 Tripling. Defensive geht um 2 hoch und 3 um Physis. Also die Upgrades sehen insane aus. Wir gehen auch hier nochmal rein. Auch er von den Playstyles her können wir kurz mal umswitchen. Da gibt es keine großen Änderungen. Attributdetails für diejenigen, die es interessiert, das sind sie. Auch er sieht absolut gewaltig stark aus. Dazu haben wir natürlich Stürmer, Mittelstürmer. Auch da ändert sich nichts. Und in der Spielerbiografie sehen wir 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Wound und auch da ändert sich nichts. Aber auch das Osimhen Upgrade wirklich, wirklich cool. Gerade weil es ein Plus 2 gibt und du mehrere Sets hast, wo sogar ein Plus 3 oben drauf kommt. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Bin am überlegen, ob das vielleicht nicht zu schnell geht mit der Power Curve. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Der nächste Spieler, der den Road to the Knockout bekommt, ist Bukayo Saka. Und glaubt mir, das Upgrade ist wirklich, wirklich sexy. Er kriegt erstmal ein Plus 3 mit 5 Pace mehr, 4 Schießen. Passen geht um 4 hoch, Tripling um 4, Physis um 4. Also das ist ein Upgrade, was insane ist. Und jetzt guckt es euch an, wir haben 3-3 bei Saka. Sagen immer viele, hätte ich nicht so viel Lust. Aber jetzt kriegt er das Upgrade auf 4 Sterne Skills und 4 Sterne Recruit. Auch hier Playstyles gleich, im Gegensatz zur 86er Karte. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch gar nicht so viele Veränderungen. Ich habe auch noch nicht alle angeguckt. Wir haben hier Second Positions RFRM, wie es bei der normalen Goldkarte ist. Plus natürlich dazu muss man sagen, wir haben hier erstmal die Ingame-Stats und jeder einzelne Spieler kriegt auch ein Profil. Da steht aber leider Gottes nichts drin und Spielstil, leider kein Playstyle Plus dazugekommen. Was ich schon geil gefunden hätte, wäre jetzt hier ein Techniker bei Playstyle Plus gekommen. Wäre cool gewesen, EA. Wir wollen uns natürlich nicht beschweren, die Upgrades sind enorm. Bonucci, jetzt könnte es sehr interessant werden. Was kriegt Bonucci für ein Upgrade? Er kriegt ein Plus 8 und guckt euch dieses Tempo an. Ach du Heilige. Also er kriegt 6 Physis mehr. Er kriegt 6 Defensive mehr. Tripling plus 5. Passen plus 5. Wir haben Schießen plus 4. Aber dieses Tempo-Upgrade, gerade auch beim Info von Mats Hummels,
Das ist ja überragend. Dazu, Playstyles-mäßig, geht nichts weiter in Playstyle Plus rein. Attribute-Teils, 65er Antritt, 83 Sprintgeschwindigkeit, relativ weit auseinander. Defensive sieht extrem brutal aus. 64er Ausdauer finde ich gar nicht so schlimm. Wir haben eine Innenverteidigerkarte. Er hat 2-4 auf der normalen Karte auch. Mittelhohe Arbeitsraten, da ändert sich nichts. Aber ihr seht schon vom Antrittstyp, hier ist er anhaltend und sonst ist er eigentlich anhaltend kontrolliert. Also da ändert sich ein bisschen was, aber Real Talk, das Pace-Upgrade ist ja Weltklasse. Svenja Huth kriegt als einzige Frau eine Road to the Knockout-Karte. Auch sie hat ein Plus 2 bekommen mit einem Pace hoch, 2 Schießen, 2 Passen. Dribbling geht um 1 hoch. Das Upgrade sieht nicht so stark aus. 3 Physis sind mehr dazugekommen. 4-4 hat sie auch auf ihrer normalen Karte. Attribute-Details sehr Allrounder-mäßig, würde ich sogar eher im ZM spielen, beziehungsweise 10er, anstatt auf den Außen. Also wahrscheinlich einfach ein Stück weit zu langsam. Hat 6 Playstyles, was wirklich cool ist. Auch hier kommt nichts weiter dazu. Aber why not, EA? Rodrigo de Paul ist die nächste Karte, die erscheinen wird. Er kriegt ein Plus 2. Allerdings hier mit 3 Schießen mehr, mit 2 Tempo mehr. Passen geht auf 86 hoch. Dribbling auf 84, 77er Defensive mit 85 Physis. Guck mal hier rein, die haben wir 4-3. Auf der normalen Karte ändert sich da auch nicht großartig was. Also ein paar Upgrades sind manchmal nicht so extrem im Gegensatz zu anderen, aber ich glaube, da sollte man keine Probleme haben. Gerade De Paul mit Atletico Madrid, eine super geile Allround-Karte. Gefällt mir sowieso ziemlich gut. Auch hier spielstiltechnisch ging nicht mehr nach oben. Ihr könnt das gerne euch screenshotten, beziehungsweise selber im Verein mal nachgucken im Dream Squad. Jungs, Dries Mertens, plus 6 kriegt er auf seine Karte und sieht damit extrem, extrem spielbar aus. Gerade als ZOM mit 82 Tempo, 86 Schießen und passende 88er Dribbling-Wert. Das ist schon geil. 4-4 haben wir, mittelhohe Arbeitsraten. Arbeitsraten ändern sich bei der Road to the Final oder Knockout-Karte auf hoch. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß auch nicht, warum man mittelhohe Arbeitsraten auf Mertens gibt. Playstyle sind es auch insgesamt 4 Stück. Das Upgrade ist enorm. Ja, gerade bei Mertens, der wird absolut spielbar. Gerade für die Jungs, für meine Gala-Freunde. Das ist eine Karte, die ihr auf jeden Fall spielen solltet. Playstyle gibt es leider keine Veränderung mit Playstyle Plus, was schade ist. Gerade bei Mertens, bei den kleineren Spielern, hätte ich mir vielleicht sowas nochmal mehr gewünscht. All in all, auch hier gibt es keine großen Änderungen, auch was die Alternativposition angeht. Eine Karte, wo ich richtig Angst habe, ist Lois Openda. Upgrade von Openda, ein Plus 3. Ein Pace zwar nur nach oben, dafür aber 3 Schießen, 5 Passen, 3 Dribbling und von der Physis auch plus 3. Gucken wir mal ganz kurz rein. Stürmer, Mittelstürmer ist genau gleich. Wir haben 4 Playstyles. Ja, auch da ändert sich, wie gesagt, fast gar nichts. Ich glaube, Playstyle-Änderungen könnten auch gar nicht so stattfinden. Wir haben 4 Sprungkraft zum Beispiel mehr. Ausdauer geht auf 82 hoch. Die Stärke auch richtig stark. Plus wir haben 3-4 auf der normalen Karte. Sowie aber auch auf der Special-Karte. Also da ein 4-4-Upgrade wäre halt wirklich big gewesen. Weiter geht's natürlich in der Bundesliga. Der magische FC Bayern kriegt natürlich auch eine schöne Karte. Leimer. Von 83 auf 85 geht er hoch, hat schon den Playstyle Plus. Gerade Leimer gefällt mir persönlich auch in-game sehr, sehr stark. Gerade für ein Low-Budget-Team war der 83er wirklich gut. Wir haben den 81er Tempowert, 3 Schießen geht er hoch, 3 Passen, 2 Dribbling, 2 Defensive und 2 Physis. Auch hier 3 Sterne, mittelhohe Arbeitsraten, da ändert sich nichts. Playstyles bleiben normal. Auch hier die bevorzugten Positionen sind komplett normal. Aber das Upgrade ist schon cool. Also das muss man wirklich sagen, gerade dadurch, dass Passspiel-Dribbling wirklich auf 80 geht, das sieht einfach nochmal kompakter aus, nochmal Around-mäßiger. Und gerade mit den Arbeitsraten als Sechser, super, super stark. Und Playstyle Plus, natürlich hier Block. Ich habe Cola gespielt, den Hero, und das war wirklich ein guter Playstyle. Dadurch, dass wir jetzt auch niedrig geratete Karten haben, die können natürlich ein big, big Upgrade bekommen. Kalulu kriegt ein Plus 7. Ja, Tempo geht nur um 2 nach oben, als wäre das auf 7 oder 7 hoch, wäre halt schon hart. Aber wir kriegen einen 10er Passspiel-Upgrade, einen 9er Tripling-Upgrade, 6 Defensive, 7 Physis. Holy, okay, Playstyles sind gleich, da brauchen wir nicht drüber reden. Attribute heißt gerade, das Tempo ist so sexy, weil das so relativ weit eng aneinander liegend ist. Dazu kann er RV spielen, genauso wie seine Goldkarte. Und wir haben 2-3 mittelhohe Arbeitsraten, da ändert sich auch großartig nichts wirklich. Aber die Karte, holy moly. Ja gut, die Gruppe ist halt, ne, brauchen wir nicht drüber reden, die ist schon böse. Ja, wie man so schön nennen darf. Wirklich böse. Der gute alte Viva hat auch seine Karte bekommen von Feyenoord Rotterdam. Plus 8 mit 11er Tempo Upgrade. Schießen geht auf 8 hoch. Passen geht um 8 hoch. Dribbling um 9. Also
Das ist schon wild. 8 Defensive, Physis auf 86, eine geile Allround-Karte mit 3-3. Auch ihr ändert sich nicht großartig, was Playstyles sind auch insgesamt wieder gleich geblieben. Ah, das finde ich ein bisschen schade, dass die Playstyle Plus hier nicht hinzugefügt wurden, beziehungsweise neue kam. Aber auch eine Karte, die wird nicht teuer sein, kann man aber am Anfang auf jeden Fall ganz gut spielen. Ein Spieler von Lenz, der kommen wird, ist ein Außenverteidiger. Linker Außenverteidiger und der kriegt auch insgesamt ein Plus 7. Tempo auf 85. Allround werde gerade Physis um 8 hoch, Defensive um 8 hoch, Dribbling sieht super stark aus. Genauso das Passspiel, selbst der Schuss geht klar. Mit hohen Mittelarbeitsraten ändert sich hier nichts. Leider nur 2 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Aber gerade auch eine Konkurrenz, wenn es um Nuno Mendes vielleicht auch geht. Playstyles haben wir auch nichts Neues dabei. Sehr, sehr interessant. Also auch wenn die Karte nicht teuer wird oder vielleicht nicht so teuer werden könnte, sind das Upgrades, die wirklich, wirklich cool sind. Das war übrigens die Champions League, jetzt geht's rein in die Europa League. Luis Diaz kriegt ein Plus-3-Upgrade vom 84er auf eine 87er Karte und auch das Upgrade absolut big. 2 Tempo mehr, 3 Schießen, 5 Passen, 3 Dribbling und 4 Physis. Dazu 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, auch ihr ändert sich leider Gottes nichts. Kann LFLM spielen, Attribute teils. Gerade für die Außen, ich glaube, da schlagen die Liverpool-Herzen ein bisschen höher. Spielstil auch hier, keine große Veränderung, aber all in all wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Ein Upgrade, was wirklich nicht so gut aussieht, ist Pedro Concalves. Hat eine 82er-Karte, überragende Tots-Karte letztes Jahr gehabt. Er kriegt nur einen Plus 2, Upgrade-mäßig, ja, also weiß ich nicht, Jungs. Also das ist so ein Upgrade, wo ich mir denke, da hättest du schon mal ein bisschen mehr machen können. Dazu 4-4 bleibt gleich. Eine Karte, die man wahrscheinlich öfters zieht. 7 Playstyles ist halt schon geil. Aber all in all eine Karte, die man wahrscheinlich im ZOM spielen könnte. Günstig wird. Mitnehmen, aber jetzt nicht die, die ich unbedingt ziehen würde. Sie gehen raus an die Freiburger, denn auch Freiburg bekommt die erste Special-Karte. Ein Plus 11. Von der Silberkarte auf den 83er Rechtsverteidiger mit einem enormen Upgrade. Er ist noch immer noch nicht der schnellste, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, er kann Innenverteidiger spielen. Ja, der hat plus 9 Pace bekommen, Passen plus 12, Dribbling plus 12, Defensive plus 10 und Physis plus 10. Das ist schon wirklich, wirklich cool. Mittelarbeitsraten, wie gesagt, er kann ZIV spielen, kann sogar eher im Spielen. Den könnte man vielleicht sogar auch mal im Dings lassen, im ZM. Ja, gerade RM schiebst ihn rein, dann ins Zentrum, könnte man vielleicht angehen. Dribbling-mäßig, gerade Beweglichkeit, Balance sieht sehr, sehr gut aus. Pass, kurzer Pass 80, langer Pass 63. Ja, schwierig. Defensivwerte, Physiswerte gehen auf jeden Fall auch klar. Aber auch hier Playstyles, keine Veränderung. Die Europa League steht auch noch an und die zwei letzten wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Dzeko kriegt einen Plus 5 und das Upgrade vom Tempo 59 auf 77 ist schon mal krass. Ist ja fast so wie bei Bonucci. Dazu einen 5er Schusswert auf 89. Wir haben 4 Dribbling mehr, wir haben 3 Passen mehr und die Physis geht auch hoch auf insgesamt Plus 4. Hier haben wir leider Gottes keine Veränderung, was die Playstyles angeht, Attribute-Teils. 91er Stellungsspiel, 92 Abschluss, 91 Schusskraft, das ist ein Edin Dzeko, so wie man kennt. Er kann Stürmer, Mittelstürmer spielen, 3-5, hat auch auf seiner normalen Karte. Könnte interessant werden. Der Mann ist, glaube ich, controlled. Ich glaube, anhaltend ist controlled. Muss man spielen, muss man gucken, aber Upgrade von plus 5 ist schon ganz geil. Und die allerletzte Karte, die noch kommen wird, ohne Objectives, die sind nicht drin, wird Dodo werden. Und das könnte ein ganz, ganz big, big Win werden, gerade für die Serie A, was die Rechtsverteidigerposition angeht. Ja, wir haben die Lorenzo drin und so weiter, aber Dodo kriegt von einer 77er Karte einen 84er Rechtsverteidiger mit 90 Tempo, 71 Schießen, 82 Pass mit 85 Dribbling und auch Defensive und Physiswerte sehen mehr als nur gut aus. Also EA hat wirklich bei manchen Leuten absolut übertrieben, was ich persönlich jetzt nicht so schlecht finde. Gut, ob das jetzt so geil ist mit der Power Curve, muss man auch wieder schauen. Aber die Balance von 86 aufs 94 ist schon ganz, ganz wild. Und Playstyles haben wir hier leider Gottes auch nur einen einzigen und das ist die Raserei. All in all, meiner Meinung nach, trotz alledem, absolut geil. Gerade Haaland mit 4 Sterne Skills. Den musste er erstmal direkt in der ersten Woche von EA bringen oder von EAFC und Saka mit einem 4-4er-Upgrade. Also das ist wirklich geil. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Wie sieht's aus von der Power Curve der? Seid ihr damit zufrieden? Eher nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und ganz viel Packluck heute Abend. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut da rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.